Es gibt drei Arbeitsmodi, wenn man mit KI richtig produktiv werden will. Wenn man die drei verstanden hat, dann kann man jedes Tool, was es da draußen gibt, vernünftig für sich einordnen und vernünftig für sich einsetzen. Und darum soll es heute gehen. Die drei Blöcke nenne ich Catch Up, Work With und Grow Beyond. Warum lohnt sich das, in diesen drei Blöcken zu denken? Anstatt zu sagen, das sind meine besten Apps für die Arbeit und das sind die Features und das kann ich nutzen, könnt ihr viel besser in diesen Kategorien beurteilen, wann ihr KI einsetzt und wann nicht und vor allem, wie es euch selbst nützt. Kategorie Catch-up. Die ist nach hinten gerichtet. Da geht es um Dinge wie, ich komme aus dem Urlaub zurück und ich möchte eigentlich 2 Wochen verpasster E-Mails oder Slack-Nachrichten auf Knopfdruck zusammengefasst haben. Wir sind da noch nicht ganz, aber ich kann euch sagen, wir machen das jetzt schon sehr, sehr, sehr lange. Als es früher E-Mails gab, da brauchte ich nach 2 Wochen Urlaub locker 1-2 Tage, um durch alle E-Mails durchzukommen. Locker. Mit Slack ist das schon runter auf vielleicht, weiß ich nicht, 1-3 Stunden maximal. Das heißt, ich bin schon echt schnell, da durchzugehen. Kommt jetzt noch KI on top und die kann mir dann priorisieren, wo soll ich hingucken, was soll ich machen. Dann sind wir bei einem echten Catch-up. Das heißt, jemand priorisiert für mich, was ist gerade wichtig. An dieser Kategorie könnt ihr beurteilen, wie gut eine KI das jetzt schon macht. Ich nutze häufig, wenn beispielsweise Gemini oder Copilot nicht gut genug die Sachen zusammenfassen, ganz simple Funktion mit ChatGPT zusammen, indem ich ein paar Screenshots reingebe von Dingen, die ich verpasst habe, von Nachrichten, die ich nicht einzeln lesen möchte, knall es einfach in ChatGPT, Business-Version, Achtung, nicht die, auf der trainiert wird, und lass mir das zusammenfassen. Oder ich habe eine lange Sprachnachricht von meiner Geschäftsleitung, die sagen, hier sind 10 Minuten Catch-up der letzten Woche, lass ich mir zusammenfassen. Wie man Sprachnachrichten zusammenfasst in WhatsApp, da haben wir hier ein Video zu gemacht, könnt ihr euch anschauen, Schritt für Schritt erklärt. Und diese Kategorie, die macht natürlich extrem produktiv, weil ihr viel schneller, wie so ein President, der gebrieft wird, verstehen könnt, da muss ich gerade hingucken. Das heißt, es hilft euch ganz stark dabei zu priorisieren, wenn ihr wisst, was wichtig ist, also wenn eure KI von euch gelernt hat, was wichtig ist, oder die KI nach und nach durch das, was ihr tut, lernt, was wichtig ist. Das ist die Kategorie Catch-up. Dann kommt eigentlich die Kategorie, die euch im Alltag am meisten beschäftigt, Work With. Das heißt, ihr habt KI als Coworker für euch und ich habe locker im Monat ein paar hundert Euro, 300-400 Euro an Tools, mit denen ich zusammenarbeite. Sag mal, du, das ist echt viel Geld. Aber für mich ist das wirklich wie ein ganzes Team an Leuten, mit denen ich arbeite. Da macht jemand Short-Videos, die haben wir vorher händisch gemacht. Da untertitelt jemand die Videos, haben wir vorher händisch gemacht. Ich brauche das für Zusammenfassung, mit denen ich dann aber nicht nur ein Catch-up habe, sondern konzeptionell weiterarbeite. Ich habe GPTs, mit denen ich brainstorme, Rehearsals mache und, und. Und ich stelle mir eben vor, dass Tools wie Copilot oder auch Google Gemini in der Lage sind, dass wenn ich jetzt in Google Drive gehe, komme aus dem Urlaub und sage, Catch-up, ich habe gehört, da ist ein Kundenprojekt, das ist wichtig. Jetzt gehe ich in diesen Kundenordner und sage, Mensch, für dieses Kundenprojekt baue ich jetzt gerade den Workshop. Gib mir mal ganz kurz die Übersicht. Und sag mir mal, was bei dem Workshop noch fehlt. Das geht noch nicht in Gemini. Ich müsste jede Datei einzeln reinladen, alles durchgehen, dauert viel zu lang. Das ist Work With Next Level. Das heißt, die KI wird verstehen, das ist der Kontext, in dem du arbeitest, wird so mächtig sein, dass es alle Dateien durchsucht oder die schon vorhanden hat, den Kundentermin im Blick hat. Und in der Kategorie finden gerade die meisten Sachen statt und die meisten Innovationen statt. Das ist aber der Arbeitsmodus, in dem ihr sein solltet, wenn ihr beurteilt, bringt mir das was oder nichts. Meine beiden wichtigsten Apps sind ChatGPT und Perplexity, habe ich schon ein paar Mal geteilt hier. Mit denen arbeite ich wirklich mehrfach pro Tag, weil die einfach in der Kategorie für mich am leistungsfähigsten sind, gerade was so Brainstorm betrifft. Und das bringt uns zur dritten Kategorie. Grow Beyond. Ich glaube, der Teil wird ganz, ganz leicht übersehen. Viele Leute sagen, aber ich kann das besser als die KI, ich kann das besser suchen. Das stimmt auch. KI kann eine Sache nicht gut oder ist von Natur aus nicht so, nämlich neugierig. Das ist etwas, was uns Menschen auszeichnet. Wir als Menschen können Tools einsetzen. Das heißt, wir machen uns diese Tools zunutze. Fing mit Feuer an, hört mit KI auf. KI ist nun eines dieser Schweizer Taschenmesser, die fast alles können. Und in der Kategorie trotzdem zu schauen, kann mir KI helfen, auf Fragestellungen zu kommen für meinen Kunden, für mein Projekt, für mein Konzept, für mich selber in meinem Leben, auf Fragen, auf die ich vorher nicht gekommen bin. Spannend ist jetzt, dass ChatGPT vor einigen Wochen damit angefangen hat, zumindest in einigen der Accounts schon, Anschlussfragen reinzugeben.
Beispiele, was man fragen kann. Perplexity macht das schon sehr, sehr lange. Das heißt, am Ende eines Perplexity-Chats bekomme ich Anschlussfragen. Und die schaue ich immer als erstes an. Daran merke ich, wie gut war mein Prompt. Und ich komme häufig auf Ideen, an die ich vorher nicht gedacht habe. Die Fragen sind zugegebenermaßen häufig noch sehr einfach formuliert. Aber das liegt halt an euch. Ihr könnt das absolut erweitern. Und dieses Grow Beyond, da sehe ich halt eben auch, dass Menschen nicht einfach nur von KI ersetzt werden, sondern dass man versteht, so kannst du es einsetzen und Fragen stellen, an die sonst keiner gedacht hat. Da wird es interessant. Und das sind für mich drei der Arbeitsmodi, die, wenn man sie verstanden hat, dabei helfen, nicht einfach nur zu sitzen und sagen, oh Gott, wir werden alle von der KI ersetzt, sondern diese ganze Toollandschaft besser zu verstehen. Auch zu verstehen, dass es eine Plattform ist, die größer sein wird als nur einzelne Tools und Features. Und viel, viel, viel besser einordnen kann, was es bedeutet, ein Tool für sich einzusetzen für die eigene Arbeit. Anstatt zu sagen, ich mache mal kurz eine Google-Anfrage und das Ergebnis ist nicht da und noch nicht da. Das heißt, so könnt ihr beurteilen, wie weit das Ganze schon ist und auch euren eigenen Arbeitsstand beurteilen. Okay, gut. There was a lot. Ich weiß, die Jungs meinten auch so, oh, so ein komplexes Video, aber es ist wirklich, ich mache das nur echt verdammt lange und ihr könnt mal ein paar der alten Videos anschauen und da sind so Sachen dabei, die haben immer noch Bestand und das heißt ja nicht, dass das das einzig Wahre ist, aber es hilft einfach, wenn man in so bestimmten Silos denken kann, sagen kann, okay, damit kann ich es besser beurteilen. Probiert es mal aus. Was mich jetzt interessieren würde, ganz einfache Frage. Ihr kommt jetzt aus dem Urlaub zurück und müsst in die Kategorie Catch-up gehen, um festzustellen, was ist in den letzten Wochen passiert. Mich interessiert, wie lange sitzt ihr da eigentlich? Schreibt es in die Kommentare und ansonsten freue ich mich auf euch nächste Woche. Subscribed, teilt das Video, bleibt dran.